Wenn der Schäfchen mir damals im Hafen einen Job verschafft hätte, wärst du mir nie in die Quere gekommen und ich wäre nie bei den Bullen gelandet. Du siehst auf deinem Feuerstuhl aus wie ein Gorilla auf einer Kokosnuss. Ja, aber dem sein Arsch macht die Kokosnuss nichts aus. Frag doch mal McBride, ob er ein Kissen für dich hat. Hinterher! Stoppen die uns. Das geht schon in Ordnung. Ein Wort von mir und Sie sollen mal sehen. Als Staatsanwalt hat man gewisse Privilegien. Du sagte, das sind zwei hohe Tiere. Mhm. Und ich, Karl Arsch, im Dienst. Du brauchst ihnen ja nicht zu sagen, wie du heißt. So, und jetzt ganz lässig, ja? Ja, ja, ich weiß schon. Ich bin ein bisschen zu schnell gefahren. Aber ich habe einen wichtigen Termin. Wir sind nämlich unterwegs. Beide Hände aus dem Fenster! Na los, 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 los! Und keine schnellen Bewegungen, wenn ich bitten darf. Ja. Aussteigen und zu mir drehen. Ja, 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 los! Ja. Drei Schritte zurück. Auf die Knie runter. Flach auf dem Boden. Arme seitlich ausstrecken. Ja. Handflächen nach oben. Birne auf die andere Seite. Füße hoch. Ja. Was kommt jetzt? Das weiß ich auch nicht mehr. Hören Sie, ich werde... Kein Wort! Kommt hoch, ihr Klappstühle! Was bald! Ich fordere eine Erklärung. Eine Bewegung, Mann, und ich stoße dich aus deinen Fischgräten. Ja, hauch mich mal an. Dachte ich's mir doch. Eine Fahne wie eine ganze Brauerei. Da kommt jetzt so einiges auf dich zu, Opa. Oder auf Sie, mein Bester, denn dafür werde ich sorgen. Du hast Sendepause. Her mit der Pappe. Das ist ja ein Riemen. Armee-Club, Tennis-Club, Kegel-Club, Golf-Club. Ich hab ja noch gar nicht gewusst, dass du lesen kannst, Jumbo. Das wird Sie teuer zu stinken. Ich werde Sie rauswerfen lassen aus der Polizei. Sie werden sich wundern. Hast du das gehört, Wilber? Also, wenn du das schaffst, gebe ich dir einen aus. Was ist das hier für ein Verein? Passt für den Gouverneurspalast. Oi, ist ja allerhand. Da leerst du wohl immer die Mülltonnen aus. Nein, ich bin nur der Vizegouverneur. Ein Scherz jagt den nächsten. Ich habe hier den Vizegouverneur. Ja, die Großen unter sich. Ich bin der Polizeipräsident. Ja, da staunst du. Dreistigkeit. Geschwindigkeitsüberschreitung, Trunkenheit am Steuer, mehr brauchen wir nicht. Ist doch alles dran, das genügt, sagte der Staatsanwalt. Wenn Sie sich da nur nicht irren, ich bin nämlich der Staatsanwalt und das hier wird Ihnen das Genick brechen. Jawohl, meine Herren. Wir verkehren heute nur in allererster Weise, das freut mich sehr. Ja. So, das hier behalte ich mal vorläufig. Das kriegt er aber wieder. Und heute Nachmittag sehen wir uns wieder. Revier 16.5 mit frisch gewaschener Brust, aber bring am besten gleich ein paar gute Anwälte mit, du Großkotz. Und du auch. Es wird mir ein Hochgenuss sein zu sehen, wie Sie euch rabauken an die Luft setzen. Das kann ich nur hoffen. Ich kann es dir von Herzen. Das verspreche ich euch. Nicht ein Mann in meiner Position. Ich muss mir das bieten lassen. Eine Schande für die gesamte Polizei. Da bin ich stahlhart. Sag mal, Dicker, kann das sein, dass das ein bisschen viel war eben? Oh, oh, oh.